Hallo Grasach, willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Heute ist einmal nicht so schön, heute ist eher regnerisch, neblig, trüb, aber macht auch nichts, weil auf YouTube hat wer gefragt, ob er mal eine Roomtour machen darf. Und ich finde, das ist für heute ganz eine nette Idee. Es ist drinnen gemütlich hergerichtet und ich zeige euch jetzt das Haus von drinnen und wie ich es weihnachtlich dekoriert habe, weil ich finde, es ist ein charmantes, besonderes Schwedenhaus. Das ist jetzt unser Vorhaus. Da habe ich gar nicht viel dekoriert. Ich habe nur die Zweige da in die Vasen rein da und ich finde, das schaut schon cool aus. Nur so Zweige, Lärchen, eigentlich nur Lärchenzweige. Und da habe ich noch einen Herbstkranz von 2021. Also der liegt da schon über ein Jahr und schaut einfach noch lieb aus. Da habe ich ein Räucherstöfchen mit Zirbenharz. Also wenn man einer kommt, riecht schon ein bisschen weihnachtlich und das mag ich voll gerne. Vorhaus Nummer 2 eigentlich. Das ist so der Durchgang zum Keller und da geht es dann zum Wohnbereich. Was haben wir da dekoriert? Eigentlich fast gar nichts. Zwar so Grenz, die gibt es fertig. Zwei Teelichter und das Gesteck habe ich im Herbst einmal gemacht, das hält halt auch Monate. Da liegen jetzt noch die Kürbis drinnen, man kann da jetzt zapfen und Kugeln rein, da, dann ist das voll lieb, weihnachtlich. Und natürlich stehen auch ein paar Familienfotos da, das gehört auch immer dazu. Jetzt gehen wir in die Küche und da haben wir die ganzen Größen von den Buben mit Jahreszahl, wie es halt gewachsen sind. Das ist jetzt Küche und Essbereich. Ich habe vor ein paar Tagen einfach draußen Gräser angeschnitten und da in der Vase noch. Das sind einfach die vertrockneten Gräser und ich finde, das schaut einfach cool aus. Ein paar Blätter, ein paar Zapfen, da habe ich das Stöfchen, damit es gut riecht. Das will ich euch zeigen, weil das finde ich so lieb. Schau nur. Das sind einfach Zapfen, verdraht, ein Loch reingebaut und da ein paar Zweige und den Kerzenspieß und die Stabkerzen. Das ist lieb. Da habe ich auch drei so Grenz mit den Teelichter drin. Das ist noch einfacher geht es nicht und es schaut einfach voll cool aus. Die Bank, wo ich drauf sitze, die ist von Nordschweden, die haben wir ersteigert um 50 Euro, glaube ich. Ja. Und wir haben halt das Glück, dass mein Papa, also meine Mama ist ja Schwedin und meine Eltern, die sind ja mehrmals im Jahr in Schweden. Und mein Papa mit, wie hat das jetzt? 77 fährt noch 3000 Kilometer hin und her mein Auto. Das ist ein Wahnsinn. Aber er hat uns, wie wir ein Haus gebaut haben, ist er mit einem riesen Anhänger von
Schweden zu uns gefahren und hat uns halt verschiedene Sachen gebracht und unter anderem die Bank. Ich zeige euch dann was noch. Aber die ist original, antik aus Nordschweden und das ist cool. Da habe ich wieder eine Vasen mit Gräser und ich finde, das schaut einfach lässig aus, weil es eine gewisse Höhe hat. Das macht es irgendwie aus. Und da bei den Kerzenständer, man muss ja nicht auf jeden Kerzenständer ein Licht oder eine Kerzen aufhören. Das schaut viel lieber aus mit dem Zapfen. Ein bisschen groß haben wir da. Fertig. Da zeige ich nachher noch eine kleine Deko-Idee. Was ich auch noch zeigen will, ist das Geschirr da. Espresso-Tassen und Kaffeetassen. Und das macht meine Schwester. Und das ist so schön. Ich liebe das Geschirr. Es ist total unempfindlich. Mir ist eigentlich noch nie eins hingefallen. Mikrowellentauglich, geschirrspülertauglich. Und es ist so was Besonderes. Es ist, jedes Stück ist einzigartig. So, das ist unser Büro. Es war einmal unser Wohnzimmer. Da war da die Couch über die ganze Länge. Das war eine richtig gemütliche Familiencouch. Und da war der Fernseher. Die Couch hat der Markus Söhm eingebaut. Das war aus Holz. War cool, genau. Mhm. Das haben wir mal gelegen zu 5 zu 6. Also, das ist jetzt Büro. Früher war es Wohnzimmer. Und da ist jetzt unser Wohnzimmer. Früher war das als Badezimmer. Also der ganze Raum da war unser Badezimmer. Da ist eine freistehende Badewanne gestanden, auch von Schweden eine alte. Die ist da gestanden, die vermisse ich eigentlich. Jetzt ist unser Fernsehplatz. Da ist Waschbecken, da ist eine Dusche. Da ist mein Schminktisch. Da schaut es aus. Achtung! Und der Kachelofen, das ist ja mein Lieblingsstück, kann man fast sagen, vom Haus. Ist natürlich auch von Schweden, hat den Saderpapa geführt. So ein Kachelofen ist einfach was Gemütliches und mir hat es im Winter eigentlich schon relativ oft ein. So, und jetzt der letzte Raum hier unten im Erdgeschoss, das ist unser Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer und Niklas sein Klavierzimmer. Da habe ich das mit Zimt, das schöne Stück stehen. Schaut lieb aus. Da geht es dann raus auf die Terrassen, wo es halt nicht so freundlich ist. Jetzt zeige ich noch einen ganz kleinen Deko-Tipp. Laughing all the while.
Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Abo, über ein Like oder ein Kommentar. Ich gebe heute in die Infobox meinen Instagram-Account. Das war auch voll cool, wenn ihr mir da folgen würdet. Heute waren zwar nicht so viele Deko-Tipps dabei, aber vielleicht habt ihr euch irgendwie anderwertig inspirieren lassen können. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr in meinen Webshop vorbeischaut und vielleicht irgendwas findet. Danke, ciao!